Ja, also mein Name ist Enrico Glomm, ich bin Abteilungsleiter Seafood, Gosch und Seafood, leite die Fischabteilung und das Gosch Bistro und bin seit jetzt in diesem Oktober 20 Jahre bei City. Ja, also auf jeden Fall Arbeit mit einem sehr frischen Produkt, mit sehr viel Abwechslung durch das Produkt. Wie gesagt, wir haben ja Fisch aus allen Regionen, wie gesagt, rund um den Globus kann man sagen. Und das ist natürlich eine sehr interessante Tätigkeit. Das breite Sortiment, dass wir wirklich aus allen Bereichen Ware beziehen, wie gesagt, sowohl im Salatbereich, im Räucherfischbereich und auch im Frischfischbereich, aus einer Auswahl aus regionalen Produkten und auch aus Exoten, die eben von etwas weiter wegkommen. Aber das kann man gar nicht sagen, weil sich immer wieder neue Sachen einstellen. Wie gesagt, jetzt haben wir seit kurzem einen schönen Pastrami-Lachs haben wir jetzt dabei, aus dem Räucherfischbereich. Oder wir haben einen Flammenlachs, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Jetzt beginnt auch die Grillsaison wieder, da kommen wieder neue Produkte dazu. Da werden wir dann Garnelenspieße in verschiedenen Varianten haben. So hat man immer Abwechslung, wie gesagt, deswegen legt man sich da gar nicht fest. Ja, sag mal, in diesem Jahr zumindest haben wir verschiedene Garnelenvariationen mit verschiedenen Marinaden als Spieß. Wie gesagt, kann man schön grillen dann oder braten in der Pfanne, aber wie gesagt, gerade zum Grillen eignet sich das gut. Und das kann man dann schön auf den Salat legen oder mit einer Ofenkartoffel mit Zuckerrüben dazu. Ja, beim Grillen ein bisschen ernährungsbewusster zu sein, wie gesagt, und da kann man dann zum Beispiel den Fisch in Folie garen, nimmt man ein bisschen Alufolie, kommt der Fisch mit rein, da kann man dann Gemüse mit reinmachen, ein bisschen Olivenöl oder Kräuterbutter, je nachdem, wie man es möchte, schön gewürzt, das Ganze zugewickelt und auf den Grill gelegt und dann gart das sozusagen im eigenen Saft und dann hat man, ja, ich sag mal, eine leichte Grillspezialität. Ja, wir haben auch zwei schöne Grillartikel, wie gesagt. In meiner rechten Hand haben wir einmal das Lachsfilet in Marinade, gewickelt in einer Lachshaut. Ist schön zum Grillen geeignet, wie gesagt. Auch durch diese Haut trocknet der Lachs beim Grillen nicht so aus, bleibt schön saftig, hält das Aroma. Und dann in der linken Hand, da habe ich einmal ein Tilapia-Filet, das ist eine Buntbarschart. Die kommt auch aus einer Aquakultur, wie gesagt, auch in einer würzigen Marinade und gewickelt im Bananenblatt, sodass man dann auch ein schön fruchtiges Aroma hat nachher.